Und damit herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer gilt natürlich, wollt ihr nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält. Ist ja klaro. So, beim letzten Mal haben wir unseren Dörfchen hier weitergebaut. Da will ich noch ein bisschen ansetzen. Aber es hier das eine oder andere noch mal hinbasteln. Für das Thema Propaganda, was wir leider machen müssen. Was ich echt nicht gut finde, aber ich habe keine Wahl. Das Spiel gibt es mir leider so vor. Deswegen, sorry. Und was ist zu viel hier? Warte mal, das Mosaik. Ja, das wäre sowas. Wir haben ja so viel Zeugs. Clock Tower. Den hätte ich eigentlich ganz gerne hier irgendwie noch. Passt leider nicht hin. Obelisken vielleicht. Der passt auch nicht hin. Ach, das ist ja ärgerlich. Red Star. Kann der was? 1,8. Nicht der Burn. Ach, jetzt fängt es an zu schneien. Nächstes, im Frühling startet unsere erste Bepflanzung, unsere erste Ernte. Das wird bestimmt ganz gut. So. 0,5. Ja, ein Obelisk, genau. Ein Obelisk. Können wir bauen. Okay. Hier könnten wir den hinbauen. Tut mir leid, dass ich den dahin basteln muss, aber ich habe keine Wahl. Ich brauch, wie gesagt, den Einfluss. So. Dekoratives Element. Sieht man natürlich wegen dem Schnee wieder nichts, ne? Ja, das passt. So, der Obelisk, sag ich schon. Stalin macht das jetzt da. Das passt soweit. Das ist in Ordnung. Können wir uns natürlich noch überlegen, noch mal ein paar Häuser ranzusetzen, damit wir es ein bisschen voller hier bekommen. Können wir auch machen. Den einfach noch mal ein bisschen schicker machen hier. Noch mal ein paar Häuser hier ransetzen. Das wird ein bisschen doof. Neben der Kirche nicht. Hi, Zova. Grüß dich. Alles gut bei dir? Haben wir ein einzelnes Haus? Machen wir das hier hin? Die Ecke. Hier noch mit hin. Na, warte mal, das ist doof. Ja, da will ich nicht nochmal was hinbauen. Hier hinten könnte man nochmal. Wurscht. Sehr gut. Wunderbar. So, jetzt packen wir mal auf. Jetzt nehmen wir die, die Special-Bäume, die ich habe. Schönes Wochenende bisher gehabt, Zova. So, den da hin, dann packen wir da noch was hin. Da noch was hin, alles für die grünen Flächen. Leider nichts durch den Schnee. Das ist leider ein bisschen doof. Aber ich sag dir, ne? Workers hat mich heute echt fertig gemacht, ne? Ja, das war heute so zickig bisher. Echt übel. Wollen wir uns. Ja. Ja. Laufen unter Monumente. Ey, ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Abstürze gehabt, ne? Der Rechner lahm gelegt und all sowas, ey. Deswegen bin ich auch so spät dran heute.
Ja, das war ja furchtbar. Ich bin, hab erst effektiv so um kurz vor 12 gestartet. Das war echt schon ein bisschen heftig, ey. Das war echt böse. Kleine Bäume, aber ein Busch hier wäre vielleicht noch ganz nett. Oh. Ja, absolut. War sehr nervig heute. Oh. Der Busch ist mir zu groß. Der hier. Ja, warte mal, der passt da so nicht rein. Der Baum hier. Ah, da würde ein bisschen reinklippen. Nicht so ganz so prickelnd. Vielleicht was Kleineres hier, so einen kleinen Busch. Passt da noch was auf der Ecke? Ah, nicht wirklich, ne? Da passt da noch hin. So, haben wir hier noch was? Warte mal kurz. Das neue Snapping-Tool ist schon geil. Kann man so richtig gut alles ausrichten. Ist das die Map? Die Map? Hättest du Probleme mit dem? Ja, das ist die Map. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ich hab, kann ich dir zeigen. Ich hab's anders gelöst. Oh, ich hab's gelöst. Oh, warte mal, wo waren das jetzt? Da hinten. Was ist denn hier los? Auch schon wieder Stress. Oh Gott, sind die Verketten. Alles klar. Ich kümmere mich gleich drum. Ich hab das halt im Landschaftseditor bearbeitet und da jetzt nach ganz unten gebuddelt. Ging nicht anders. Naja, nicht schön, aber selten. Was ist denn hier? Warum habt ihr hier schon wieder Probleme? Was habt ihr denn hier? Das Signal zu dicht oder was? Es steht. Warum klappt denn das nicht? Dreh mal um. Warum fährt der denn jetzt dahin? Ach, der steht. Ach, der ist zu lang für die Dings. Ah, ich sehe schon. Alles klar, der ist zu lang. Alles klar. Der ist zu lang für die Weiche. Kein Problem. Fahr ins Depot. Dann ändern wir das gleich. Dann ändern wir das gleich mal. Der ist zu lang für die Weiche. Ja, da muss auf jeden Fall eigentlich ein Geländer rum. Hast du schon recht, ne? Muss das ja gleich mal ändern hier. Bisschen verlegen. Kommt schon der nächste angerauscht. Ja, hier hinten versuche ich jetzt mich in Agrar zu machen. Hab ein neues Dörfchen hier rangebaut. Aber da geht halt nur was, ne? Sind noch lange nicht fertig. Hier haben wir unser Kloakebecken. Wird alles reingepumpt. So, der nächste wartet. Ich muss die echt mal. Muss die schon mal losschicken. So, raus, raus, raus. Von mir aus fahr auch leer. Ja, der muss warten. Da müssen wir noch mal eine Dings reinsetzen. Das Teilstück ist zu lang. Obwohl, hier ist doch. Was habe ich denn hier? Wieso ist denn hier so ein blödes Signal? Was ist denn das für ein Quatsch? Das war ja auch geil. Auch ein geiles Signal hier. Oh Mann. Ja, ja. So einigermaßen fließt es. Das ist okay. Aber ich schicke dich aber auch mal weg. Damit ich in Ruhe bauen kann. Einigermaßen. So, okay, pass auf. Dann baue ich den jetzt, setze ich den weg. Zieh den weiter vor. Damit der eine da nicht im Ding steht. Weg. Ja, warte, bauen. Ja, das war klar. Das hätte ich mir schon fast geahnt. Dass das hier problematisch ist.
Sieht ja auch doof aus. Ja, der Knick sieht ja auch richtig, richtig kacke aus. Ich will das in schön haben. Bitte, in schön. Und nicht so... Bäh. Okay, so. Nochmal, komm, zack. Ach, Mann. Warum will er denn da wieder... Warum ist er wieder zickig auf der Ecke? Wie immer, ne? Irgendwo zickt er wieder rum. Ja, nee, ist klar. Ja, ich hoffe, das reicht. Müsste aber eigentlich. Ja, zack. Hopp, hopp. Okay, sollte reichen. Können wir den wieder loslassen. Feuer frei. Sollte klappen. Ah, ich denke mal, das haut hin. Gut. Haben sie halt mal eine kleine Leerfahrt, die anderen, aber egal. So, was bist du, voll? Tatsächlich, der ist voll. Alles klar. Guten Hunger dir. Lass dir schmecken. Danke, dass du da warst. So, jetzt haben wir das auch erledigt. Jetzt können wir uns um die Felder nochmal kümmern. Dass wir da beim nächsten Mal auf jeden Fall ernten. Da holen wir uns nochmal... Ah, wir haben neue Traktoren. Nochmal ein Vierer-Truck. Und geschlossene LKW holen wir uns auch nochmal. Machen wir das Ganze hier voll. Das müsste reichen. Damit wir schon mal ein bisschen was anfangen können. Produktion gestoppt. Warum? Zwei Leute nur gerade da sind. Das ist natürlich ärgerlich. Der geht aber noch. Ja, hier ist ein bisschen... was nicht eingestellt. Ja, hier ist ein bisschen schwanky. Wenn das hier nämlich nicht läuft, ist problematisch. Come on. Leute, ich brauch mal Leute hier. Einer. Ganz kurz geschaut. Viele Schüler. Ah, müssen wir noch mal gucken, wo wir noch mal ein paar Leute hier ranholen. Okay, wie gesagt, wir waren aber eigentlich dabei mit dem Thema Felder. Da wollte ich jetzt weitermachen. Machen wir auch. Jetzt ziehen wir durch. So, Felder. Passen sich doch eigentlich dem Dings an, ne? Da war doch was. Irgendwie war doch, dass die sich anpassen. Optisch. Irgendwie war doch da was, dass die sich das anpassen. Nein, das ist Quatsch. Okay, das ist zu groß. Das schaffen die niemals. Ja, ja, komm, ist gut. Weg. Hallo, weg. Weg. Viel zu groß. Passt da auch nicht hin. War das nicht so, dass sie sich optisch nicht anpassen? Aber hier, das... Irgendwie war doch was. Ich nehme das nochmal weg hier. Bam, 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 bam.
Nee, das ist mir zu groß. Das hier. Hier nehmen wir das. Mal ein Big Feld ran. Dann machen wir dasselbe Spiel. Bauen da aber eine Straße lang. Na. Na, zack, der geht daran. Das ist in Ordnung. Ist da beschäftigt. Na. So. Okay, den nehmen wir dich noch weg. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich Felder, die wir schon mal beackern könnten. Schon mal nicht schlecht. Da können sie schon mal ein bisschen was machen. Das wird natürlich auf gar keinen Fall reichen. Da brauchen wir uns gar keine Illusionen zu machen. Da muss noch mehr passieren. Werden wir auch machen. Werden noch weitere Felder ranbauen und noch weitere Farmen. Farm-Dinger ranbasteln. Was können wir eigentlich nochmal schnell machen? Noch eine weitere Farm. Wir sagen, okay, nochmal so eine... Wir haben hier diese normale, ne? Genau, wir haben diese modulare, hätten wir auch nochmal anzubieten. Brauch keine Arbeitsplätze. Okay, vielleicht hier unten. Damit ran. Aber das ist nicht gerade. Also machen wir es gerade. Dass die Farm dahin passt. Bin ja auch im Überlegen, ob wir nicht durchgängig dann auch noch zusätzlich auf Wechshäuser setzen sollten. Lukas. Na, es wird langsam. Es wird. So, noch eine Farm hier hingeklatscht. Es wird, ne, Lukas? Es wird langsam kritisch. Bald hast du die 800 voll. So, noch mal eine Farm. Die sich um den weiteren Kram hier kümmert. Und das dann hier hin im Endeffekt transportiert werden soll. Da müssen wir noch ein Verteilbüro ran basteln. Aber auch das kriegen wir hin. Na komm, bau das modulare Teil fertig. Ah, schön. So, sehr schön. Das heißt, wir können wir neue LKWs holen. Hier. Dann Ernte. Aussaat. Hier. Geschlossene LKW. 1, 2, 3, 4. Warte mal kurz. Ernte. Machen wir ein paar Ernte ran. Und Aussaat machen wir auch noch welche dran. Das sollte doch reichen. Und dann sollte das im Frühling hier gut abgehen. So. Das ist das. Und dann brauchen wir hier einen Verteiler. Verteilbüro. Was den Krempel dann, wenn hier eingelagert ist, wegschafft. Vertriebsbüro. Passt nicht. Yellow 12. Müssen wir irgendwie ran noch. 4, 12, 8, 16, 32. Hier so ein Riesending.
Obwohl, das wäre gar nicht so verkehrt. Wenn wir den noch hätten. Ne, Agrarbetrieb sind ja nun mal groß. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Dann setze ich nochmal eine Straße lang. Na. Machen wir so. Und dann fährt das Verteilerbüro daran. So, Logistikterminal. Was den ganzen Kladderadatsch mich dann einsammelt und wegbringt. So, zack. Hat natürlich noch keinen Strom, das ist klar. Ich habe leider auch keine großen LKWs zurzeit. Also müssen wir... Geschlossene LKW sind es. 11 Tonnen ist das höchste, was wir haben. Und da geht die Kohle runter. So, 11 Tonnen. Hier fehlt es natürlich an Strom, aber auch das ist kein Problem. So, bam. Rangewuselt. Abwasser brauchen die nicht. Wir brauchen auch kein Abwasser. Das ist in Ordnung. Arbeitslosigkeit ist zu hoch. Wo? Hier hinten, tatsächlich. Hey, Arbeitslosigkeit ist zu hoch. Ohne Job. Da müssen wir sowas einfallen lassen. Vielleicht nochmal ein paar Fischer oder sowas dahin packen. Was wollte ich machen? Der Zug wartet zu lange. Das ist mir schon wieder riskant. Noch ein Problem. Ah ne, hier hinten. Okay. Ja, okay, da muss ich noch mal Anschluss machen. Ist ja eigentlich so ein kleiner Anschluss nur. Muss ich nicht verstehen, egal. Das war nicht Sinn der Sache. So, pass auf. Arbeitslosigkeit zu hoch, Produktion gestoppt. Ja, ist klar. Okay, also, dann haben wir das hier. Ach, siehst du, Schneeräumdienst. Fehlt ja auch noch. Ein Schneeräumdienst. Verdammt, der fehlt ja auch noch. Service. Und Übertragung will ich ja auch noch haben eigentlich. Der kann da noch mit hin. Ich brauche noch den Service. Wo ist denn das jetzt hier? Schule, Polizeiwache. Zugverteiler. Damit arbeiten wir später. Wo war denn das jetzt hier? Service. Wo ist denn das jetzt hier? Unter was läuft denn das jetzt? Schneeräumdienst? Wartung. Aber das war's hier. Oder? Glaube. Okay, bau mal fertig noch schnell. Ja, alles klar. Schneeflug. Und schon ist die Kohle weg. So schnell geht das. Wahnsinn. So schnell geht das. Was willst du machen, ne? Aber damit haben wir halt uns fürs nächste Mal schon gewappnet. Gute ist, wir kriegen ja wieder Kohle rein, ne? Aber das
Dauert auch. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwie noch einen zweiten Tank hier ranbasteln irgendwie. Dass wir da noch zusätzlich eine Ausweichmöglichkeit haben, dass es ein bisschen schneller abgefertigt wird, aber das müssen wir später sehen. So, okay, damit haben wir das. Du bist auf Automatik gestellt, das ist auch okay. Und wie das dann weitergeht, liebe Freunde, das sehen wir im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal so lange fürs Zusehen. Hinterlasst gerne ein Däumchen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.